Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Evoland 2 auf dem Konfi-Kanal. Ja, als erstes möchte ich mich ein bisschen entschuldigen für den abrupten, ja, für das abrupte Ende der letzten Folge. Allerdings, wir hatten da gerade die 15 Minuten, ja, Marke überschritten. Und ich habe da einen Anruf bekommen. Ihr seht, meine Spielzeit unten rechts 25 Minuten jetzt in dieser Session. Das heißt, ich habe jetzt 10 Minuten noch telefonieren müssen, war ein bisschen wichtig. Alles so gerade gepasst, von daher tut mir leid für den abrupten Abbruch. Aber ja, wir sind zusammen mit Fina jetzt hier im Wald an irgendeinem besonderen Platz, wo wir zumindest laut Fina von ihrem Vater gefunden wurden. Und hier scheinen jetzt irgendwelche Dämonen anzugreifen. Schauen wir mal, was passiert. Die drei aus dem Anfang. Plum, das war's schon. Cherry, seid ihr sicher, dass wir wirklich ein, dass das wirklich ein Magilied ist? Cherry, Professor Giros Schriftstück ist unmissverständlich. Wenn wir diesen Magieliten aktivieren, können wir gewaltige Mengen von Magie-Energie anzapfen. Es ist tatsächlich ein Magilied. Genauso einen habe ich vor vielen Jahren gesehen. Der war allerdings kaputt. Wir brauchen die Energie von diesem Magieliten um jeden Preis. Professor Chiros Aufzeichnungen zufolge sollte die Energie des Waldwächters ausreichen, um ihn zu aktivieren. Der Hüter war lange inaktiv und ist bestimmt geschwächt. Ihn zu besiegen sollte also nicht das geringste Problem sein. Bald werde ich mich an den elenden Menschen rächen können. Bereitet euch auf die Beschwörung des Hüters vor. Kuro, das ist furchtbar. Dafür lächelt es aber ganz schön. Wenn sie den Waldwächter aufwecken, greift er vielleicht mein Dorf an. Wir müssen etwas unternehmen. Glaubt ihr, wir sollten sie aufhalten? Ich schätze mal schon, ha? Es ist riskant. Vielleicht sollten wir jemanden warnen. Aber dafür bleibt keine Zeit. Ja, dann gehe ich jetzt dahin und mache ein bisschen mit meinem Schwert rum, oder was? Der Hüter! Okay, da habe ich mir jetzt was Größeres, furchteinflößenderes vorgestellt, aber okay. Er ist erwacht. Passt auf! Er ist stärker als erwartet. Soll sich das Ding doch bei der Zerstörung des Dorfes verausgaben. Wir kommen anschließend wieder und erledigen es. Oh nein, Kuro. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mein Dorf angreifen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Okay. Ich wusste doch, dass er auf euch Verlass ist. Ich werde helfen. Unternehmt bloß nichts Unüberlegtes, okay? Ja, unser erstes Boss-Battle hier, okay. Okay, was macht er jetzt? Ausweichen. Okay, aua. Okay. Gut, ich verstehe es. Ich verstehe es. Gut. Aua. Ausweichen, ausweichen. Ja, sehr gut. Okay, jetzt wieder dieser. Also er hat wirklich nur diese abwechselnden hier. Wir sind aber auch gleich tot. Aber der Hüter des Waldes zuerst. Erfahrung. Ganz viel. Level up. Kuro hat Stufe 3 erreicht. Plus 1 Attack, plus 1 Verteidigung und 2 Lebenspunkte. Okay, und der hat jetzt diesen Schrein hier aufgeladen. Der Magilit leuchtet. So habe ich ihn noch nie gesehen. Ist das etwa, wovon diese Dämonen sprachen? Hier steht etwas geschrieben. Lorem ipsum dolor sit. Amet. Hat es jetzt die Zauberworte gesagt, oder wie? Es leuchtet. Was zum Henker? Okay. Was? Was zum Teufel war das? Ich fühle mich irgendwie anders, weniger detailliert. Was ist mit euch, Kuro? Ihr auch? Ja, irgendwie schon, ne? Wo sind wir denn jetzt? Sieht ein bisschen aus wie der Grimmerwald, aber irgendetwas ist anders hier. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.
Wie dem auch sei, die Dämonen gefährden mein Dorf. Wir müssen hin und alle warnen. Glaubt ihr, ihr findet den Weg wieder? Ja. Also gut, ich vertraue euch. Brechen wir auf. Ja, bei Evoland 1 sind wir in der Zeit so ein bisschen nach vorn gereist. Reisen wir jetzt hier etwa zurück. So ein bisschen... Speichern, sehr schön. So ein bisschen auf die... Der wirft schon wieder, der Arsch. Ja, so ein bisschen auf die alte Zelda-Grafik. Hat auch was von Pokémon, eben diese... Ja, das... Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen, dass wir in der Zeit zurückreisen. Ich dachte schon, okay, das Spiel fängt schon ziemlich... Ja, wie soll man sagen... War weit entwickelt an. Vielleicht... Man hat es ja jetzt schon in Evoland 1 gebracht. Vielleicht hat man jetzt doch nicht diesen Fortschritt der Videospiele hier in Evoland 2. Aber jetzt scheint nur ein bisschen... Ja, in der Zeit zurückzureisen quasi. So, alle... Grasbüschel hier kaputt. Und ab zur Kiste. Einen Stern zum Sammeln. Ihr habt jetzt 2 von 30 Sternen. Sehr schön. Fehlen ja bloß noch 28. Ein Kinderspiel, wenn wir die nicht alle finden hier. So, okay. Also wieder zurück ins Dorf heißt jetzt unsere Aufgabe. Wieder ein bisschen hier durch die Gegnermassen knallen. Aua. Aua. Habt ihr doch... Ich berühre die manchmal gar nicht da... Okay, kann ich jetzt mit dir... Okay, interessant. Hätte ich das da oben dann auch schon irgendwie machen können? Mit einem Baumstamm mir irgendwie eine Brücke bauen oder so? Komm, geh weg. Geht's hier noch irgendwo hin? Nein. So, hier waren wir schon. Hier ist nochmal der Speicherpunkt. Sehr schön. So, hier hinten war, glaube ich, irgendwo eine Kiste, ne? Ich glaube, hier müssten wir auch schon gewesen sein. Ach ne, hier haben wir Fina gerettet, genau. Aber wieso geht hier so ein Weg hier hoch? Hier ist doch gar nichts mehr. Okay. Vielleicht später mal. Mal schauen. Errungenschaft, der Weedkiller. Sehr schön. So, Dorf. Müsste doch jetzt gleich hier unten wieder kommen. Oh, diese scheiß Eichhörnchen, ey. Die gehen mir so auf den Keks. Was ist denn da drüben? Das ist wieder irgendwas in diesen Dornen eingefangen, eingesperrt. Schauen wir uns gleich an. So, machen noch das Gras wieder kaputt. Gibt ja ein bisschen Leben, immer ein bisschen Geld mit dabei. Mal schauen, ich weiß nicht, inwieweit man auf das Geld angewiesen ist hier im Spiel. Aber es kann ja nicht schaden, das mitzunehmen. Aua, ich wusste doch, dass du so ein Arschstein bist. So, aua, ey, ich habe den noch gar nicht berührt. Meine Güte, die Hitbox ist aber komisch. So, du wieder rein. Ist das irgendwie hier ein Rätsel, dass ich den von hier unten da hochschieben muss? Boom. Oh ja. Ich bin voll intelligent, meine Güte. Achso, jetzt haben wir den nächsten Baumstamm. Okay, aber was gibt's hier, dass wir hier hin können? Hier kommen wir doch nirgends. Ah ne, den mussten wir bloß zur Seite schieben, weil der hier, glaube ich, für den im Weg lag, ne? Das war jetzt so ein kleines... Ja, nennen wir es Puzzle. So, gibt's hier oben noch was Schönes? Nö, auch nix. Komisch, aber okay. Es sind auch irgendwie viel mehr von diesen Eichhörnchen unterwegs als auf dem Hinweg. So, hier ist alles friedlich, alles ruhig. Da müssten wir doch eigentlich jetzt gleich im Dorf ankommen, ne? Nochmal ein Pilz. Aua. So. Du nochmal, du noch. Sind ja nach einem Schlag gleich K.O. Und hier unten ist das Dorf. Jetzt sehen wir schon, der Bildschirm scrollt nicht mal mit weiter. Mal schauen, ob die Dämonen schon da sind. Okay, wir sind jetzt erst auf irgendeiner Lichtung. Sind noch nicht im Dorf. Ne, du bist kein Arschstein, du bist gut. Ich will sonst irgendwie was kaputt machen? Nein. Und jetzt sind wir erst auf einer Lichtung. Hier war doch eigentlich das Dorf, ne? Oder bin ich jetzt irgendwie falsch gegangen? Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht müssen wir erst über die Lichtung zu diesem Dorf. Level up! Kura hat Stufe 4 erreicht. Plus 1 im Angriff, plus 2 Verteidigung und plus 4 Life Points. Sehr schön.
39 Life Points, schon um 9 Punkte gestiegen hier. So, haben wir denn hier unten noch was? Der Weg ist so abgeschottet hier mit den Grasbüscheln. Muss doch irgendwas zu finden geben hier. Nö. Hier ist später noch was, irgendwie wieder diese, ja, sieht aus wie Stromschnellen oder sollen das Fische oder sowas darstellen? Keine Ahnung, aber irgendwas brauchen wir da erst noch, bevor wir da über das Wasser kommen. Aua. So, und wo führt uns diese Lichtung hier hin? Da oben ist eine Schatzkiste, okay. Kommen wir da irgendwie hin? Hier sieht man alles so... Ne, hier ist ein Weg. So, einfach draufhauen hier. Irgendwas trifft man schon. Zack. Dann über den Baumstamm nach drüben. Nochmal zwei Pilze. Ein Stern zum Sammeln. Ihr habt jetzt 3 von 30 Sternen. Also schon ein krasses Zehntel hier geschafft. Sehr schön. Aber gibt es hier jetzt noch mehr oder müssen wir hier gar nicht hin? Oder hier unten waren wir schon. Da ging es zu diesem Teich. Geht es hier noch weiter runter? Ne, hier ist auch Ende. Über die Brücke ging es jetzt, genau. Oh, Fina ist auch wieder da. Also ich glaube, wir sind richtig. Das Dorf ist hier irgendwie weg, kann das sein? Das war doch hier die Brücke, die im Dorf war, oder? Genau, und links da, wo wir jetzt oben waren, war doch vorher ein Haus mit dem Holzfäller und so. Das Dorf ist weg. Mein Dorf, wo ist es? Mein Vater. Meine Freunde. Sie sind alle verschwunden. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich hoffe, sie hat recht. Dein Papa, sie hat recht. Okay. Es ist ganz so, als wäre mein Dorf nie da gewesen. Kuro, habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Grundsätzlich ja, es hat mit diesem Zeitsprung zu tun, aber warum und alles? Nein. Das müsste mit unserem Kampf gegen den Hüter zusammenhängen. Ja, schon. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lass uns dorthin aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass es allen gut geht. Also ab in die Berge heißt es jetzt. Okay, der Fischer ist noch da. Wie hieß er? Pol, ne? Ich glaube, Pol hieß er. Ich möchte die Axt. Kann man in dein Häusle hier reingehen? Nee. Das ist der Einzige, der noch da ist. Na, sieh mal einer an. Wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Nein, nicht ganz. Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Sonderbar. Erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Stimmt, stimmt. Der hat doch auch... Das ist nicht Paul, das ist der Vater. Der hatte doch auch so eine komische Mütze da auf. Genau. Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Und oder ist das der Großvater? Weil der Großvater hatte doch das Dorf gegründet. Und das ist jetzt hier noch nicht da. Und weil es hier so schön ruhig und alles war, hat der Großvater dann hier das Dorf gegründet. Ist jetzt meine Theorie. Psst, Kuro, lasst euch von ihm nichts erzählen. Der Krieg ist schon lange zu Ende. Ich habe eher den Eindruck, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ja, also, ich denke mal, diese Theorie mit dem... Hier geht es auch wieder da hoch, wo wir unsere Waffe gefunden haben. Ich glaube, die Theorie mit dem Zeitsprung ist gar nicht so verkehrt. Irgendwie, dadurch, dass wir den Hüter da besiegt haben, den Hüter des Waldes, sind wir irgendwie in der Zeit zurückgereist. So, auf in die große weite Welt. Wo geht's denn hier hin? Noch nirgends, okay, wir haben ja auch kein Schiff, Boot oder irgendetwas. Hier unten rechts haben wir Höhle. Und hier kommen wir in die bergige Gegend. Ist das hier wie ein kleiner... Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein kleiner Pass, weil das hier so ein Weg ist und hier so ein kleiner Durchgang ist. Der Graubeerpass. Ja, ich glaube, um endgültig in die Berge zu kommen, hier oben links haben wir auch noch irgendein Tor oder so. Ich denke, da werden wir als nächstes hin, weil dahin sind die Berge schon wieder vorbei. Aber zuallererst müssen wir dann durch den Graubeerpass. Schauen wir uns den mal an. Ja,
Und wie es der Name so sagt, haben wir hier ein paar Graubären unterwegs. Mal gucken. Ja, die kommen bloß auf einen zugerannt. Die kann man eigentlich ganz gut besiegen. So, einfach schlagen, spammen, dann klappt das schon. Ja, der Graubärpass vor unserer Berggegend, müssen wir erst hier durch. Ob wir das schaffen oder ob hier noch etwas Sonderbares passiert, erfahrt ihr dann im nächsten Teil von Evoland 2. Bis dann.